Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Roots of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in dieser Folge, muss ich wieder mal gestehen, wollen wir erstmal Pia Noltemeier herzlich grüßen und auch von dich. Danke für den Support und natürlich auch jeder andere von euch, der schon einmal genannt wurde oder noch kommt. Und ja, wir müssen... Warum bin ich aufgeschrieben, wenn da vor mir einer steht? Wie in der letzten Folge beendet, müssen wir... die Skorpionleichnamen finden. Looten. Töten. Machen. Vielleicht. So. Aber das ist das kleinste Problem. Hier gibt es so viele giftige Skorpione. Da geht das Ratzefatze. Hätte ich auch Offscreen-Stellen machen können, damit wir die nächste Aufgabe machen können, aber dachte ich mir, ach, warum? Gehört ja auch dazu, dass ich das euch zeige, als dass ich immer alles Offscreen mache. Ich mache nicht viel Offscreen, und das, was ich mache, ist schon in meinen Augen fast zu viel. Ach, von mir auch hier giftige. Naja, und von daher... Ist das schon in Ordnung? Hallo? Komm, Gucci, 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 Gucci. Ja, und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann, in die andere Richtung, dann habt ihr gesehen, dass ich einen Skorpion hatte. Nein, eine Ameise hatte. Und die sah schon wirklich sick aus. Hat auch Kiroma zum Beispiel geschrieben. Also wenn ihr die im Heiligen Eimer finden solltet, dann wäre das echt pornös, wenn ihr mir die zukommen lassen würdet. Mit natürlich nicht umsonst. Entweder Erde oder Wind. Ich kann dieses Wesen ja auch noch zu einem neutralen machen und dann umtauschen. Unser Hornisse ist dann ganz nett. Aber ich fand die Ameise so geil. Also, wenn es die Möglichkeit besteht, wenn man die wirklich in einem heiligen Ei bekommt, in Erde oder natürlich Wind, ich würde sie sofort nehmen und euch abkaufen. Wie viel Geld habe ich im Moment? 8 Millionen knapp. Ja. Und von daher... Sollte auch nicht zu hoch sein vom Level. Am besten natürlich. Jetzt wird's das. Obwohl, warte mal, rein theoretisch ist das. Nee. Muss schon Wind oder Erde sein. Das geht nicht anders. Alles andere passt ja nicht. Die Begrabung und so weiter kann ich ja selber noch hochpowern, das ist ja nicht das Thema. Ja, hau ich auch mal um. Gefällt dir, oder? Außenposten Soldat Loder. Danke, jetzt kann ich ein schönes Nachmittagsschläfchen halten. Du sollst arbeiten, faules Stück. Hallo Abenteurer, danke, dass ihr mir geholfen habt. Diese kleinen Dämonen zu töten. Endlich kann ich wieder ruhig schlafen. Ach ja, ihre Schwänze kann man übrigens als Medizin verwenden. Schneidet den Skorpionenschwanz klein, vermengt ihn mit dem Speichel giftiger Echsen und kocht das Ganze. Es kommt eine wirklich fantastische Medizin dabei heraus. Ihr solltet versuchen, 10 Portionen giftiger Eidechsel-Speichel und 10 vollständigen Skorpionenschwanz bei der großen Mine zu sammeln. Wenn euch das gelingt... Helfe ich euch, daraus Tränke zu machen. Oh. Hättest du mir das nicht eher sagen können? Ich lache mich schlapp, wenn das jetzt wirklich das ist, mag ich das Ei. Aber grabe ja mal nicht. Das witzig ist, wenn es so eins wäre. Ich weiß, meine Aufgabe, die ich euch stelle, ist fast unmöglich mit dem. Der Ameise, also mit einem Miramax. Und?
26 zu hoch. Und das ist 25, glaube ich, gewesen, oder? 24. Kann man nicht vermengen, würde ich fast schon sagen. Nicht kombinieren. Schade. Und. Okay. Egal welchen Skorpion. Egal welchen Skorpion. Das ist schon mal schön. Gib mir deinen Schwanz. Ich zeig dir meinen. Und die Alex hat keinen Speicher gehabt. Yeah. Oh, ich glaube, seid ihr Muschi? Keine Ahnung, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Gerade eingefallen als Kampfschrei. Ey, willst du mich verheimern? Ach du Heiliger, was ist für eine Aufgabe? Nee, nee, nee. Ich habe noch keinen Speichel. Ein. Ach du Heiliger, was ist für eine Aufgabe? Komm her, ja. Eidechsen sind hier vorne gleich unten. Ha? Komm hierher. Ich mach dich platt. Genauso. So. Jawohl. Das wird eine lange Farm-Session. Ich dachte, wir können in der Folge ein bisschen voranschreiten. Aber diese Quest findet ja gar keinen Anklang. Ohne Witz. Ja, du kannst ja nicht erzählen, dass sie alle keine Schwänze haben. Wo sind eure Schwänze? Ja, da ist doch einer. Nimm doch einfach mit. Warum nehme ich eigentlich die Kacke mit? Lass mir euch erzählen, dass sie auch kein Speicher haben, wollte ich schon sagen. Aber. Alter Vater, muss man hier wieder böse werden und motzen und maulen und meckern? Oder ist es. Naja. Ah, eine kleine Combo jetzt hier oder was? Ist das schön. Warte. Wo lassen die ihre Schwänze? Schmeißen die schnell weg? Zertrümmere ich die so hart? Jetzt habe ich aber echt einen Lauf. Ja. Ja. Jawohl. Ah ja? Gib mir. No. Noch eine kurze Strophe. Ach, das sind zwei. Die drei. Da gehe ich mir dahin. Oh, drei Eidechsen. Ich hätte eine hatte von einem gespeichert. Die anderen sind alle ausgetrocknet. Das ist ja auch Wüste. Das ist ja kein Wunder, dass sie kein Speichel haben. Nicht eine Eidechse. Ei, Funport. Ich will noch hier orten. Nein. Du hast noch was. Hat mir auch keiner erzählt, dass sie alles nicht haben. Kein Speichel und keine Schwänze. Vielleicht mal nur Whitehead-mäßig machen.
auch nicht. So, du hast jetzt... Alter, ich habe erst 3. Ich meine 4, ich habe mich gerade verlesen. Entschuldigung natürlich. Und los geht's. Das Skorpion haben wir wenigstens schon 8. 9, meine ich. Mal gucken, ob ich eher auf 5 bei den Eidechsen speichern kann oder die Skorpione abschließen kann. Oh, also die Frage hat sich schon erledigt. Oh, wow. Die haben wohl gerade alle getrunken oder so. Sehr nicht. Sehr schön. Mecker, 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 yeah. Ja, ich glaub. Aber echt schön interessant, dass das nicht jeder hat. Naja, so ist das manchmal. Könnt ihr euch noch an die Silberquell war das, genau. An die Quest erinnern mit den Wildschweinen, wo die Hinterbeine brauchte. Das war ja noch viel schlimmer. Also die zu farmen. Komm her. Da habe ich so lange lang gesessen. Aber mit jedem Charakter, leider Gottes. Hey, ist nichts. Dankes Haus. Es hat echt keinen Spaß gemacht damals. Nicht nur, dass es keinen Spaß gemacht hat, es war auch langwierig, die ganze Geschichte. Boah. Da ist keiner. Da ist keiner. Da ist einer. Ha. Komm, Dexi, 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 Dexi. Ei, Dexi, Dexi, Dexi. Komm. So, brauchen wir noch. Da ist einer. Okay, noch hinter uns ist einer. Ey, vorsichtig. Gehst da rein. Oh, da können wir was Gutes haben. Das gucken wir uns gleich mal an. Ein Runenbegleiter, ey, das könnte teuer werden. Hm. Und zwar ein Stufe 1 Runenblätterei. Aber das, die Kur ist natürlich nicht so berauschend. Und was soll es denn sein? Ein Runengeist, naja. Ein Runenblätterei. Aber das kann im Auktionshaus ziemlich Schotter bringen. Ja, wir haben die Quest abgeschlossen. War doch easy. Hat ja nur die halbe Quest gedauert. Die halbe Folge gedauert. War nicht wirklich. Wir haben ja noch die anderen Skorpione geklatscht, die wir gerade ein. Ihr schickt uns bestimmt rein und sagt: Aber da sind auch noch Ameisen und wenn du dann auch die Tentakeln, wie heißen die ja, die Antennen nimmst,
Und dann ordentlich reibst, da kommt dann eine Flüssigkeit raus und fängt an zu wippen. Das muss da auch noch mit rein. Dann hast du einen schönen, naja. Nee, ich weiß nicht, aber. Naja. Ihr habt alles, was ihr braucht. Wirklich? Ich werde euch helfen, die Tränke zu brauen. Juhu! Ach, Andor wieder. Notfallmeldung an alle Soldaten. Wir haben gerade eine Notfallmeldung von der Front erhalten. Die Truppen am Canyon sind in schwere Kämpfe verwickelt. Sie brauchen unsere Hilfe, also werden wir ihnen einen Elite-Soldaten zur Unterstützung schicken. Seid ihr bereit, die Herausforderung anzunehmen? Ich bin doch gar kein Soldat. Was macht ihr beide? Die ruhige Kugel schieben. Wir können eine Quest abgeben hier. Am Canyon? Bei Canyon? Ja. Bringt den Rohrstock da? Nee, ich weiß nicht. Nein. Blackie sagt, Shinings Hilfe. Geheimnis, das Rift die Front unterstützen. Findet das Rocken. Ah, nur drücken. Ah, das rockt. Lalalala. Lalalala. Ach, das ist der einzige Soldat, der da so einsam steht. Obwohl, können wir auch noch Dahil noch machen. Ey, Dahil, du alte verletzte Socke. Sabelia vermisst mich immer noch. Das schmerzt mich mehr als jede Verletzung. Halt dich so rum, du Schlüpfer. Ich habe mich von Sabelia getrennt, weil ich dachte, es sei besser für sie. Aber ich habe immer noch ein starkes Verlangen, sie zu sehen. So stark, dass ich mich in die Obsidian geschlichen habe. Es liegt auf der Hand, dass die Trennung uns beide schmerzt und Sabine ja nicht glücklich ist. Beim nördlichen Plateau der Gefallenen gibt es rote Tränenstein. Die weiblichen ausgezehrten Seelen und männlichen ausgezehrten Seelen, aber auch mumifizierte Frauen und Männer besitzen ihn. Besorgt bitte 10 Tränensteine, rote natürlich. Das Land ist zwar von Blut und Flüchen durchtränkt, aber Legenden besagen, dass der rote Tränenstein immer noch von diesen, ich hab's, hab doch mal stehen, von diesen Geistern getragen werden. Vor ihrem Tod symbolisiert er ihre Hoffnungen für die Zukunft. Ich möchte daraus eine Halskette für Sabelia machen, um immer bei ihr zu sein. Okay. Brauchen wir nicht selber reiten? Können wir uns zurücklehnen und mal unsere. Und da. Möge die Götter euch segnen! Der zweite Infanterietruppe hier im Canyon ist nordöstlich stationiert. Passt auf euch auf, sonst werdet ihr von einem Skorpion gestochen oder fallt in eine Schlucht. Ach ja, hier ist ein kleines Geschenk der Truppe. Und denkt immer daran, diese Quest ist mehr als gefährlich. Ihr solltet zuerst in der Obsidianfeste eure Vorräte auffüllen, bevor ihr euch auf den Weg macht. Ach Quatsch. Unsere Unterstützung ist da. Was steht ihr da rum? Ich stehe nicht rum.
Ich reite hier rum. Macht euch kampfbereit, schnell, diese Skorpione sind, wie wahnsinnig. Anscheinend greifen sie gleich noch einmal an. Wir müssen diese Position halten. Och, wie süß. Ja, und jetzt? Danke, aber es ist immer noch sehr gefährlich hier. Bleibt immer wachsam, beeilt euch und geht zur zweiten Front im östlichen Teil des Canyons. Es ist nicht weit. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Hier besteht zwar keine. So nochmal neu. Hier besteht zurzeit keine Bedrohung mehr. Also geht zur zweiten Verteidigungslinie und helft Außenpostsoldat Naidi. Naidi, Naidi, Jod. Ah, lauf mal. Ist zwar da vorne schon, aber warum soll ich das nicht Auto laufen? Macht doch Spaß. Lalalalalala. Soldat Naidi von der zweiten Verteidigungslinie, danke für eure Unterstützung. Naja. Unsere Unterstützung ist da. Ist das die Rede von. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Die Echsen haben einen Angriff nach einem anderen gestartet. Aber dann sind sie einfach verschwunden. Ich glaube, sie bereiten einen weiteren Angriff vor. Irgendjemand sagte, dass diese Monster durch den Einfluss der Mineralien hier größer und aggressiver geworden sind. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich weiß nur, dass wir sie aufhalten werden. Ja, 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 ja. Na komm. Juhu! Der fertig ist, kann ich auch reiten. Sehr gut, die Angriffe scheinen beendet zu sein. Ihr könnt bald wieder gehen. Der Rest von uns sollte in der Lage sein, bei Bedarf eine ausreichende Verteidigung aufzubauen. Hier besteht zurzeit keine Bedrohung mehr, also geht bitte zurück zu Loran Yates. Wo ist denn Loran Yates? Der hier? Nee. Der? Ah. So, ich bin bedienungsfaul. Ja. Nee, dich wollen wir nicht. Wir gehen noch weiter. Ah, wir müssen auch noch runter in den Kahn bauen. Aber das machen wir später. Frieden, wann wird er endlich kommen? Am 26.12. dieses Jahres. Vor 40 Jahren errichtete der Stahlhandelsversand eine Festung im Staub da auf. Vor 40 Jahren errichtete der Stahl. Kann ich lesen? So, jetzt geht's wieder. Vor 40 Jahren errichtete der Stahlhandelsverband eine Festung im Staubteufel Canyon. Ein kleines Dorf am See für die Bergarbeiter und die Söldner, die diese schützen sollten. Erst als es zu den Konflikten mit Stromhöhe kam, wurde die Verteidigungsanlage erbaut. Der Sieg drängte Stromhöhe auf die andere Seite des Canyons zurück. Und der Anführer der Stahlhandelsverbandes errichtete eine starke Mauer um die Siedlung. Diese sollte an den Sieg erinnern und die Verteidigung weiter stärken. Denn die Barbaren sind stark und im direkten Kampf kaum zu besiegen. Die Mauer war der Ausgangspunkt der Festung, wie wir sie heute sehen. Da sich der Stahlverband ständig gegen Barbaren verteidigen und auf dem Weg ins Jüsterhochland sowie die Festung selbst sichern musste, wurden viele talentierte Söldner ausgebildet. Dann verließen diese Söldner die Festung und um ihre Fähigkeiten und Dienste anderer Länder anzubieten. Wie es heutzutage für Söldner normal ist. Ich erinnere mich noch an die Zeit,
als es hier um den Bergbau ging. Ja, aber inzwischen ist dieser Ort als Treffpunkt der Söldner bekannt geworden. Ja. Und der Stahlverband dachte, es sei gut und änderte seinen Namen in Orden der dunklen Glorie. Ihre Basis nannten sie Obsidianfeste. Sie begannen, Söldner zu rekrutieren, integrierten sie und bildeten sie sogar aus. So wuchs auch die Obsidianfeste schnell. Später wurde die Luftfahrttechnologie eingeführt, um die Verkehrsprobleme zu lösen. Bald wurde aus der Obsidianfeste eine große Stadt im Zentrum des Kontinents Kandara. Und der Name ist jetzt gleichbedeutend mit einer neutral bewaffneten Streitmacht. Und hast du keinen Friseur? Ach ja. Oh, ihr gehört also nicht zur regulären Armee. Kein Wunder, dass sich eure Kampfbewegung und euer Stil von der steifen, ungeschickten Kampfweise des Ordens der Dunklen Glorie unterscheidet. Ich war überrascht. Wenn wir mehr talentierte Kämpfer wie euch hätten, könnten wir dieses Chaos vielleicht einmal beenden. Ich rate euch, weiterzuziehen. Das ist nicht euer Krieg. Zumindest im Moment seid ihr noch nicht stark genug dafür. Was? Schaut euch um. Bitte verbessert weiterhin eure Fähigkeiten und stärkt euren Geist. Ich glaube, dass ihr bald stark genug sein werdet, um dieses Chaos aufzulösen und unser Volk in eine Blütezeit zu führen. Oh, vergesst nicht, euch vom Hauptmann zu verabschieden. Nehmt das hier und zeigt es ihm. Ich glaube nicht, dass er euch Schwierigkeiten machen wird. Okay. Hier, nehmt das und verpisst euch. Ja, super. Danke übrigens. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 27. Das sollte auf jeden Fall fürs Erste reichen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Dann werden wir noch einmal in den Karaturok bauen müssen. Vorher hier noch die beiden Quests bei Epikur und bei Erik abgeben. Und ich hoffe, dass es das dann hier vorne war, damit wir dann wirklich auch hier mal loslegen können. Oder da. Und wir haben echt nicht mehr viel. Und wir können ja mal in die Titel schauen. Questtitel in der Sazilia-Steppe. Ich glaube doch, wir kennen den Quatsch. Naja, doch, ist doch. Ey. 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 Hier fehlt uns. 1, 2, 3. Ach du Gott. Also noch einiges. Hier fehlt uns noch ein paar. Hier nicht mehr so viel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, wir können hier. Wir haben erst 2 von. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Titel. Ach du Heilige. Aber können wir mal prüfen. Okay. In dem Sinne. Ja. Danke fürs Zusehen und danke fürs Kommentieren und liken, sag ich jetzt schon mal voraus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.